Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Wandering Village im Ocean Update, aber weit und breit noch kein Ocean in Sicht. Bevor wir gleich durch einen Giftwall laufen müssen, habe ich hier Onbu nochmal zum Schlafen gebettet, obwohl es hier vergleichsweise giftig ist im Boden, aber wir haben Gegengift verfügbar, was wir auf jeden Fall gleich mal einsetzen können. Er bekommt gleich hier Gegengift, Essen, Streicheleinheiten. Alles, was das Herz begehrt, sobald er hier aufgewacht und wieder losgelaufen ist. Na, da steht zwar erwedelt mit dem Schwanz, also da unten. Aber im Bild sieht man davon noch nichts. Ich werde ihn auf jeden Fall ausschlafen lassen. Ganz so doll steigt der Giftlevel nicht an Tag 182. Das geht alles noch. Und du schläfst noch. Aber der Flammenwerfer ist fertig geworden. Und jetzt werde ich mal gucken beim Bauernhof. So, es wird unbedingt Kompost benötigt. Das ist doof. Aber erhöht die maximale Anzahl pro Arbeiter pro Gebäude. Das machen wir. Und ja, da bekommen wir gleich sicherlich deutlich besser die Felder bestellt. Ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis Onbu wach wird. Irgendwie sinken auch gerade stark die Lebensmittel. So, die Kundschafter kundschaften noch. So, wenn das mit den Landarbeitern fertig ist, wird auf jeden Fall Personal umverteilt. So viel steht schon mal fest. 0 von 2. Kundschafter. Sind schon wieder. Ne, sind noch am Kundschaften hier. So, Onbu müsste jeden Moment ausgeschlafen sein. Kundschafter zurückgekehrt. Ach ja, guten Morgen, Onbu. Jetzt gibt es erstmal Gegengift zum Frühstück, aber dafür direkt danach Futter- und Streicheleinheiten. Viele deiner Dorfbewohner sind vergiftet. Oh, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Warum kommt die Meldung erst jetzt? Gut, wir haben ja einen Arzt. Er hätte heute Nacht kommen müssen. Habe ich gar nicht. Ich habe nur an Onbu gedacht. Also, Gegengift. Und Futter direkt hinterher. Vorbereitet werden. Oder war das jetzt erst das Futter? Nee, jetzt kommt das. Jetzt kommt das Gegengift erst. Okay. Egal, da wird danach gestreichelt. Wo kriegt er eigentlich sein Wasser her oder braucht er das gar nicht? Vorbereitung, wie auch immer.
Gleich geht's los. Ach ja, das wird gar nicht mit dem Katapult geschossen. Das muss der Doktor machen. Wie macht er das? Fertig. So, Kundschafter sind zurückgekehrt. Wo können wir die ja noch hinschicken? Ich mache mir Sorgen um den Giftwald, ganz ehrlich. Aber danach kommt ja auch schon wieder ein Ruheplatz. Und da können wir wirklich risikolos durch. Also, naja. Also ohne noch zusätzliches Risiko durchrennen. Cool wäre auch, wenn es so ein bisschen hier so Spieloptionen gäbe, so Tricks, die Onbu vorführen kann. Obwohl ich mir vorstellen kann, wenn Onbu Männchen macht, dann fällt die ganze Stadt hinten runter. Oder noch besser, roll dich. Krax. Da passiert mehr als nur der Beinbruch einiger Bewohner. Sehr schön. Gefällt dir, oder? Okay, Essen könnten wir eigentlich noch mal spendieren. Gleich wird Onbu nicht mehr mit dem Schwanz, wenn wir im Giftwald sind. So ein Mistverdammter. Düne aus feinem Sand. Da gehen wir gleich mal mit dem Kundschafter hin. Noch wedelt irgendwo mit dem Schwanz. Noch. Ist noch Dorfbewohner verloren? Nein. Obwohl viele vergiftet waren. Genug Ärzte und genug Medizin war da. So, Landarbeiter wurde erforscht. Was bedeutet doch jetzt? Okay, Forschungsbaum öffnen, alles gut. So, Landarbeiter wurde erforscht. Dann machen wir mal besser mit verbesserter Trichter. Ja, kann ruhig Personal brauchen. So, mit dem Landarbeitern hier. Ne? Arbeitsverwaltung. Jetzt müsste ich doch. Bauarbeiter, Transporter, Ernter. Bauernhof. Verstehe ich nicht. Passen doch jetzt mehr Leute rein. Oder ist das erst bei neuen Gebäuden? Oder waren das vorher auch schon 20 oder weniger? Alle Balken sind voll und ich habe noch arbeitslose Leute. Hm. Habe ich denn einen Denkfehler? Um plus 3. Muss ich denn irgendwas tun? Ah ne, vorher waren es 2 und jetzt sind es 5. Na gut, wird schon stimmen. Da müssten ja die Felder gleich deutlich aufblühen. Aber erstmal blühen die Pilze gleich. Halt. Wo ist der Dekontaminierer? Ökologisch, Schmelzofen, Glasbau, Steinmetz, Zimmermann, Mistsammler, Förster, Sägewerk.
Achso, ich glaube, ich habe es schon auf volle Pulle gebaut, weil... weil ich sowieso Leute übrig hatte, ne? Baumschule. Dekontaminierer. Und die sind auch nicht ausgeschaltet, ne? Giftresistenzbonus für Arbeiter plus 100. So, eigentlich müsste man schon sehen können hier, oder? Da geht's gleich los. Okay, lauf. Uff, drück die Daumen. Eine große Wald voller befallener Pflanzen erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onbus Rücken wachsen. Der furchtbare Sound dazu. Wurde es vorher schon so düster im Giftwald? Ja, ich sehe es schon. Da haben wir gleich erstmal zu tun, die Infektion in den Griff zu bekommen. Als nächstes kommt dann der Schlafplatz. Da sind wir durch. Wir sind durch. Okay, lass mal gucken. Ja, es sind einige Gebiete befallen. So, die Dekontaminierer tun jetzt ihre Arbeit. Bitte macht das ordentlich. Natürlich hier auch noch einzelne Bereiche wegernten lassen, um es den Dekontaminierern ein bisschen leichter zu machen. Zumindest mal hier so einen hinteren Bereich. Können wir ruhig mal ein bisschen was wegernten lassen. Wo kommt denn der Dekontaminierer hier hinten her? Okay, den Rest erledigen hoffentlich die Dekontaminierer. Und du darfst jetzt erstmal ein bisschen schlafen, Ombu. Sean ist dem Gift erlegen. Okay, ein Toter. Gute Nacht, den Schlaf hast du dir jetzt redlich verdient. So, der Doktor. So, hat keine Kräuter mehr. So, warte mal. So, die Onbu-Apotheke wird jetzt erstmal schlafen gelegt. Bestimmt noch ein paar Leute mehr, wenn es doof läuft. Ich glaube trotzdem, dass es hier halbwegs glimpflich abgelaufen ist.
Kräuter werden geliefert. Boah, jetzt ist die Frage, gleich weiter nach Süden oder wieder nach Osten? Ich glaube, ich bleibe mal auf Südkurs, ne? Wenn ich immer weiter in eine Richtung laufe, stoße ich doch bestimmt irgendwann auf Wasser, oder? Was fehlt uns denn eigentlich noch an Gebäuden? Ich glaube nichts. Haben eigentlich schon gebaut. Ah ja, mit der Erhöhung der Sichtweite. Dekontaminator, Onboard-Doktor, Mykologe, Futterkatapult, Komposthaufen, der Verdampfer ist auch gebaut. Und Onbu ist bald wieder ausgeschlafen. Also, wo schicken wir den nächsten Trupp hin? Was haben wir denn hier? Vergiftete Nomaden. Vergiftete Nomaden. Damit ich mich mit denen gar nicht auseinandersetzen muss, laufe ich am besten weiter einfach nach Süden. Bernardina ist dem Gift erlegen. Oh, es tut mir leid. So, jetzt habe ich wieder genug Betten frei. Ne? Mal gucken, wie viele noch sterben. Vielleicht besuche ich doch eins der Dörfer. Willkommen, ich besuche eins der Dörfer. Um schon gleich wieder die Verluste von vornherein auszugleichen. Hört sich makaber an. Und ist es auch. Warum habe ich denn so Probleme mit meiner Nahrung? Woran liegt das? So, Gesamtproduktion. Der Verbrauch ist höher als die Produktion. Möglicherweise daran, dass ich die Bepflanzung nicht geändert habe. Möglicherweise. Vielleicht sollte ich doch mal gucken, was wie wo gut wächst. Zorana ist dem Gift erlegen. Obwohl es jetzt wieder ein bisschen nach oben geht mit den Mahlzeiten. So, denk schnell. Nach einer langen Wanderung kommt die Gruppe an einer schlammigen Stelle in der Wüste vorbei. Ein mutiger Kundschafter will sich die Stelle genauer ansehen und inspiziert sie. Sekunden später steht er knietief im Treibsand. Keine Zeit zu verlieren, wir müssen helfen. Es ist zu gefährlich hineinzugehen. Der Rest der Gruppe soll versuchen, ihn rauszuziehen. Nichts, was wir tun können. Schnell helfen. Die anderen versuchen, ihren Freund zu retten, aber ihre Mühen sind vergeblich. Lebewohl. Ein Arbeiter gestorben. Mein Mitgefühl. Auch die Hinterbliebenen von Udili und Christi, die gestorben sind. Ja, mein Mitgefühl. Gut, das Thema Lebensmittel müssen wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. So, BB ist im Gift erlegen. Oh, bye bye BB. Es tut mir leid. So, ich denke, es geht weiter nach Süden. Ich bleibe dabei. Sieht das da wie Wasser aus? Sieht das hier unten wie Wasser aus? Nähern wir uns dem Meer? Könnte sein, oder? Onbu akzeptiert deinen Befehl. Das ist schon mal gut. Sind wir denn jetzt gut vorbereitet? Wie warm oder kalt ist es denn im Ozean? Kess ist dem Gift erlegen. Harzer ist tot. Oh nein, ihr Schwein, ihr habt Harzer getötet.
Raul ist gestorben, Sunshine ist gestorben, ihr Schweine, ihr habt Sunshine getötet. Cristiano ist tot, Perry ist tot. Nein. Leslie, Dolly, Christy. Denuit, denn. Jetzt geht's aber richtig zur Sache hier. Annabelle, Casey, Arthur. Wie sieht's denn auf deinem Rücken aus? Okay, weiter forschen. So, Ambulanz ist verbessert. Landwirtschaft, haben wir die Landarbeiter. Die Felstrompete. Ein Pilz, der Salz zum Wachsen benötigt wird. Hart wie Fels und kann geerntet werden, um Stein zu erhalten. Brauche ich das denn für irgendwas? Und der Heilpilz? Ein Gemisch aus Erd- und Heilkräutern. Nur für Onbu-Medizin. Stellt wahrscheinlich mehr Gesundheit wieder her, ne? Da gucken wir nochmal bei Ressourcen. Da war nichts mehr. Bei Onbu. Gut, wir erforschen am Ende sowieso alles, ne? Erforschen wir mal den Heilpilz erstmal. So, wie ist das hier mit den Vergiftungen? So, der Mykologe. So, der Kräutergärtner. Anbau und Ernte. Dung ist da, Wasser ist da. Wo war der Arzt? Hier. Na gut. Er tut, was er kann. Verdammt. Dann müssen wir doch vielleicht nochmal irgendwann einen Livestream mit Twitch-Integration machen. Ich weiß nur nicht, ob ich dazu komme, damit die ganzen Leute hier wieder auferstehen können. Naja. Ist erstmal für den Moment nicht zu ändern. So, kommen noch mehr Todesnachrichten. Oh, Proxima! Ein Schwein, ja, Proxima getötet. Lian, Ernest. Hätte ich vielleicht doch Placebo wählen sollen. Eddie, Night Raccoon, ihr Schwein, ihr habt Night Raccoon getötet. Verdammt. Duffy ist tot, Inigo ist tot. Jetzt wird das eine überlange Folge aus unerfreulichem Anlass. Jetzt schon gern, dass die nächste Folge deutlich erfreulicher wird und die Todesfälle dann abgeschlossen sind. Shelton ist tot. Wüsteninsel. Eine trockene, sandige Insel mit spärlicher Vegetation. Da können wir auf jeden Fall auch mal einen Kundschafter gleich hinschicken. Das ist dann, glaube ich, eine von diesen neuen Locations. Malina ist tot. So, was ist hier los? Genau, Gruppe von Siedlern aufnehmen. Wie viel sind's? 5 immerhin. So, die nächsten erforschen hier die... Ne, die hier werden erst die Wüsteninsel erforschen. Ihr holt mal noch ein paar Bewohner. Tatsächlich hat er hier auch Gesundheit ein bisschen eingebüßt. Warum eigentlich? Tag 188, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist denn jetzt mit den Todesfällen durch? Laufen hier noch Kranke rum? Hat der Dorfarzt wieder Kräuter? Mach mal voran hier. Wer ist hier noch krank? Sutton. Und hier? Ruperto. Und hier? Drusi.
Ja, er ist hier krank. Karin. Das ist halt auch oft eine langjährige Geschichte mit diesen Infektionen. Gut, und Dekorationen könnte ich mal erforschen, damit es den Leuten, damit sie sich besser fühlen. So, hier sind noch so kleine Keimzellen. China ist tot. China. Ruperto ist auch tot. Werden denn jetzt alle sterben? Oder kommen hier bald mal wieder ein paar Kräuter an? Ah, die werden auf Jahr 2 sind reserviert. Ja gut, die werden wahrscheinlich alle gleich durch den Arzt gejagt, ne? Mini ist tot. Was wohl Mickey dazu sagt. Gut, die arbeiten schon, was sie können. Mehr Leute kriege ich hier nicht ran als die drei. Der Doktor ist schon in der Nähe. Jetzt kommt noch der Hunger dazu. Was erforsche ich denn gerade? Den Heilpilz für Onbu. Wie geht's dem? Giftlevel auf 25. Da müssen wir auf jeden Fall auch was dagegen tun. Hier, ein Gegengift. So, wie ist hier der Giftlevel am Boden? Hoch. Ich werde gleich auch wieder irgendwo schlafen müssen, ne? Hier mitten im Gebiet. Mal gucken, vielleicht kommt irgendwo noch eine Schlafstelle. Aber ob wir dann auch so weit kommen, das weiß ich nicht. Na, hier ist wieder eine kleine Giftwolke. Die möchte ich gerne versuchen, unter allen Umständen zu vermeiden, weil es reicht jetzt erstmal. Mit Vergiftung. So, Düne. So, hier sind wir mit Kundschaften durch. Dann möchte ich hier gerne mal die Wüsteninsel erforschen. Ja, und wie es weitergeht, das erleben wir dann aber nun wirklich in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Onbu wedelt mit dem Schwanz. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oh nein, Karin ist tot. Madella ist tot. Jetzt aber Schluss. Tschüss.